Ja Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Gameplay auf Black Ops mit mir und einem Gast. Wir haben hier ein Herrschafts-Gameplay auf Nuketown gespielt. Und mein Gast ist irgendwo ein ganz besonderer Gast, weil ich habe mich erkoren gefühlt, ihn als Mentor zu begleiten. Und ich denke mal, er stellt sich einfach mal selber vor. Hallo Leute und ein herzliches Klick auf von eurem Dr. Brocker. Ja, ich bin wie gesagt der Schüler von Dirty Harry seit kurzer Zeit. Warum? Ja, weil er mir persönlich sehr gut gefällt, er macht gute Gameplays, er macht gute Let's Plays. Und da habe ich einfach mal so angefragt, ob er mit mir mein Tool-Commentary machen möchte. Und ja, daraus ist jetzt mehr geworden als das. Schüler und Mentor. Was ich eigentlich sehr cool finde. Kurz zu mir, ich mache selber Gameplays, Let's Plays jetzt zur Zeit. Gameplays vorwiegend Modern Warfare 2. Wenn dann kommt Modern Warfare 3, jetzt ganz wenige Black Ops. Und ja. Wenn ich dich kurz unterbrechen kann, du hast ja jetzt dieses Wochenende mal diese 3 Tage Black Ops ausprobiert. Das war ja bei Steam so eine Aktion. Was hast du da für dich persönlich für einen Eindruck rausgewonnen? War das jetzt was für dich oder würdest du sagen, nee, weiß ich nicht, muss ich nicht haben, das kann ich lieber überspringen? Also Black Ops Einschätzung, okay, also Waffen finde ich sehr gut, sind sehr gut gemacht, besonders die Famas hat es mir sehr angetan, aber so das Spielverhältnis, die Physik und die Balance sind ehrlich nicht so mein Stil, also eher so geteilte Meinung, die Waffen sind die eine Hälfte, der Rest ist die andere Hälfte, würde ich jetzt so sagen. Ja, aber so vom Grundprinzip her, ich meine, es sind ja einige Features dabei, die du jetzt bei MW2 zum Beispiel nicht hattest, zum Beispiel der Kinomodus. Ja, Kinomodus hat es mir auch sehr angetan, weil da man nicht irgendwie mit Fraps aufnehmen muss oder so, Zwischenspiel, was dann teilweise zum Lecken führt oder so. Da bin ich sehr positiv, also ich hoffe, dass es das auch Modern Warfare 3 geben wird. Da bin ich sehr gespannt drauf. Wie fandst du das jetzt im Verhältnis so? Ich meine, auf MW2 hast du halt immer eine Lobby gehabt zum Joinen. Das entfällt ja hier bei uns auf den PC-Versionen bei Black Ops völlig. Ja, das finde ich wiederum besser, dass man halt selber seine Server suchen kann, so wie halt in den vorhergehenden Spielen, bevor Modern Warfare 2 kam. Das finde ich schon besser. Da kann man selber die Karte wählen und halt welchen Modus. Gut, nachteilig würde ich ja sagen, ist halt, dass du nicht als komplettes Team da joinen kannst auf so einen Server. Was vorher möglich war, wenn du dich als Team zusammen in eine Lobby gestellt hast, war es ja kein Problem. Bei dir ist es ja nur noch so, du bist ja im Clan und auch Clan-Leader. Das wäre natürlich in Black Ops für euch mit Sicherheit ein Problem. Ja, das wäre ein sehr großes Problem, weil man könnte wahrscheinlich nicht zusammenspielen, weil die Teams einfach halt so schnell voll wären, dass man joinen könnte. Also ich kenne einen, der von uns Black Ops hat. Also wir sind damals alle mit Modern Warfare eingestiegen und sind auch jetzt da geblieben. Ja, aber also sagst du Black Ops für dich nicht unbedingt. Ist zwar ganz cool in einigen Sachen, aber musst du jetzt nicht unbedingt kaufen. Ja, wenn ich es jetzt billig sehen würde, statt für 40, 50 Euro würde ich es mir schon holen. Also dann halt den Spaß würde ich mir schon mitgehen. Aber Umstieg auf MW3 ist fest im Auge, fest geplant? Ja, ist sehr fest im Auge. Auch 3 bis 4 Leute aus meinem Plan machen damit, was ich sehr gut finde. Wo ich dann aber trotzdem noch immer mal auf MW2 switchen werde, damit wir alle wieder mal zusammenspielen können. Ja, und wie sieht's bei dir aus mit Battlefield? Battlefield, ja, bin ich zurzeit sehr überlegen, ob ich es mir hole. Grafik und so sieht alles super aus und ja, ich lasse mich da einfach überraschen. Wenn ich einfach mal das Gefühl habe, dass ich es haben will, dann hole ich es mir und ja. Ja, du hast ja jetzt vorhin gesagt, du machst hier auch so ein bisschen Let's Plays und aber im Schwerpunkt dann die MW2 Games, ne? Ja, also Let's Play habe ich jetzt Red Faction Armageddon angefangen. Das Spiel, das hat es mir auch ein bisschen angetan. Und Gameplays vor allein Modern Warfare 2 sind bis jetzt noch nicht so viele und jetzt die vereinzelten Black Ops, die ich jetzt am Wochenende gemacht habe.
Bist du denn auch so ein Gameplay-Gucker auf YouTube oder machst du das auch immer nur so zwischendurch, wenn du gerade mal Lust und Gelegenheit hast? Oder sagst du wirklich, nee, ich habe da meine festen Leute, meine festen Abos und da gucke ich auch immer regelmäßig, was da abgeht? Also ich bin, wenn ich Urlaub habe, so wie zurzeit, gucke ich regelmäßig im Internet, auch wegen den Videos. Das interessiert mich immer ganz sehr. Commander Krieger, Tio, Rampage Striker, Under Siege, die ganzen Und großen. Dirty Harry natürlich. Dirty Harry natürlich, kein Problem. German Taters, halt die großen deutschen Kommentatoren. Ja, die interessieren mich und ich finde es immer toll. Also mich selber haben sie dazu inspiriert, angefangen, Let's Plays zu machen. Dann hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Das heißt also, wir können uns auch darauf einstellen. Bei dir kommen regelmäßig die Videos hoch, sei es Let's Plays oder sei es Multiplayer-Games von Modern Warfare. Ja. Und ich denke mal, das ist auch mit Sicherheit für andere mal interessant, sich mal einen anderen Kommentarstil anzuhören, andere Gameplays anzugucken. Und weiß ich nicht, ich kann nur sagen, geht einfach mal beim Dr. Brocker auf den Kanal. Ich werde das auch bei mir hier verlinken unterm Video. Da könnt ihr dann direkt auf seine Seite gehen. Und wenn ihr bei mir auf dem Kanal seid, könnt ihr auch gerne bei mir mal in die Linkbox gucken. Auf der rechten Seite befindet sie sich bei mir. Und da ist natürlich der Dr. Brocker auch schon vertreten. Und ich denke mal, er wird sich auch freuen, wenn er so bei ihm mal drauf guckt, mal guckt, was er so macht, wie er das findet. Er freut sich mit Sicherheit auch darüber, wenn er dann mal den einen oder anderen Kommentar da lasst. Wenn ihr Kritik üben wollt, könnt ihr das ja auch tun, aber lasst es bitte beim konstruktiven Teil. Also Flamen und so muss jetzt nicht gerade sein. Jeder ist froh, wenn er irgendwo konstruktive Kritik bekommt. Das ist bei ihm so, das ist bei mir so, das ist bei jedem anderen Kommentator genauso. Und er freut sich natürlich dann auch, wenn der eine oder andere vielleicht mal ein Abo da lässt, ne? Oder wie seht ihr Ja, das? also wie gesagt, ich müsste mich nicht gezwungen fühlen, ein Abo dazulassen, Kommentare, aber ich würde mich sehr gern freuen, damit ich weiß, was ich falsch mache, was ich besser machen könnte. Und ja, ich lasse mich da einfach überraschen. Ja, das denke ich mal, ist auch wahrscheinlich das Beste. Wie gesagt, geht einfach mal hin, guckt euch um, schreibt Kommentare dazu, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Das ist immer das Beste, was man tun kann, konstruktive Kritik zu üben, weil sonst bringt es einen selber nicht weiter. Und wenn ihr mit irgendwas nicht zufrieden seid, haben wir nicht die Möglichkeit, es zu verändern. Okay, ich würde mal sagen, das war es eigentlich für heute. Das Herrschaftsgame neigt sich ja jetzt auch so langsam schon dem Ende. Ich habe die Statistik jetzt gar nicht im Kopf, weil das Video nicht parallel dazu mitläuft. Wir haben das natürlich hier nebendran aufgenommen, wie ihr euch vorstellen könnt. Ich bedanke mich beim Dr. Brocker, dass er heute mein Gast war. Kein Problem. Ja, und bis dahin, denke ich mal, sehen wir uns beim nächsten Gameplay wieder. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und tschüss, bis dann, euer Dirty Macht's Harry. gut. Ciao.